Willkommen in Langwasser am Waldrand. Hier soll der Kulturweg in Langwasser Süd beginnen. Es ist ein Weg mit 16 Stationen, der außerordentlich vielfältig ist in seinen thematischen Bereichen. Es gibt echte Kunstwerke mit Hintersinn, es gibt Denk- und Ehrenmale, es gibt Brunnen. Es gibt Objekte aus dem Symposium Urbanum von 1971. Da hat man das Dürerjahr gefeiert. Es gibt weiterhin Großgraffitis an einigen Wänden von Supermärkten. Und also insgesamt doch recht vielfältig und verteilt. Das erste Objekt ist gleich hier in der Nähe an der Georg-Ledebor-Schule. Also das Startobjekt ist allein schon ein Knüller. Wer ahnt denn hier schon beispielsweise den Zusammenhang mit Albrecht Dürer? Aber tatsächlich ist es so, dass Igual Tomakin im Jahre 1970, als hier die Schule gebaut wurde, ein Motiv aus einem Kupferstich von Albrecht Dürer entlehnt hat. Dieser Kupferstich hieß Melancholia. Und hier gibt es also vor der Schule ein magisches Quadrat zu sehen, bei dem die Addition der Zeilen und der Spalten und der Diagonalen immer die Zahl 34 ergibt. Ganz nett, oder? Also nun machen wir uns aber auf den Weg zu den weiteren Objekten. Dazu müsste eigentlich eine Wegweisung existieren, weil das alles ein bisschen schwierig zu finden ist. Und das ist ja gerade der Witz, dass wir eine Werbung machen wollen, eine Wegweisung installieren wollen, Informationstafeln installieren wollen. Aber vielleicht können wir uns als erstes eine Karte halten, auf der wir voranschreiten. Erklärungsbedürftig sind diese drei Steine, eine Komposition von Heinz Heiber auf dem Elisabeth-Selbert-Platz. Drei Steine? Man sieht doch nur zwei. Wo ist der dritte? Aber langsam, ich will das versuchen zu erklären. Dieser Stein hier, edel geformt wie ein Bergkristall, poliert, himmelwärts strebend, hat ein Gegengewicht, nicht direkten Zusammenhang mit einem Muschelkalkbrocken. Und dort, wo sich die beiden Steine eigentlich fast berühren, beginnt der dritte Teil dieses Kunstwerkes, nämlich dieses Band in Richtung auf die Polizeiinspektion. Und die Frage ist, ob nicht diese drei Steine hier bedeuten sollen, die drei Säulen unserer Verfassung, also hier die Legislative, himmelwärts strebend, edel geformt und edelmütig darstellen. Dann der große Brocken, etwas rau behauen, der die Exekutive darstellt. Und dann das lange Band der Instanzen, die Judikative. Was hat das mit Elisabeth Selbert zu tun? Dr. Elisabeth Selbert war Mitglied des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt hat. Und das große Verdienst dieser Frau Dr. Elisabeth Selbert war, dass sie im Zusammenhang mit drei anderen Frauen gegen eine große Übermacht von über 40 Männern durchgesetzt hat, den Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes, in dem steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und der Staat hat die Aufgabe, bestehende Nachteile zu beseitigen. Das ist das große Verdienst und das ist der Sinn dieses Kunstwerkes oder Mahnmals oder Ehrenmals. Und finden Sie nicht auch, dass man an so einer Stelle eine Informationstafel anbringen sollte, in der diese Zusammenhänge erklärt sind? Mit diesen Beispielen hier aus dem Kulturweg wollten wir einen Anreiz schaffen, diesen Kulturweg auch selbst einmal zu gehen und auf diesem Wege dann die interessanten Teile von Langwasser kennenzulernen. Immerhin ist das der grünste Stadtteil in Nürnberg
Und er könnte vielleicht dazu Anreiz geben, Langwasser schön zu finden. Ich finde, der könnte sich lohnen, wenn man ihn selbst begeht.